Oh, warte mal, stimmt, steht der auch noch in der... nicht auf die Straße laufen. Darf der hier überhaupt... Der steht, der darf doch hier gar nicht parken. Das ist eine Taxizone, der darf hier überhaupt nicht stehen und steht trotzdem hier. Was ist denn mit ihm? Die stehen alle falsch, oder? Taxizone, die dürfen hier alle nicht stehen. Ja, dann muss ich, dann tut's mir leid jetzt, ne? Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Drei Stück am besten, bitte. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Sehr gut. Sehr gut. So, was ist mit ihm hier? Ich brauche noch einen Abschleppwagen. Noch einen, bitte. Abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ja. Sehr gut. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Sehr schön. Minus 5? Warum gibt das Minus? Was soll das? Das Taxi ist es, glaube ich, nicht, oder? Oh, das sind Taxis. Ey, aber der ist kein Taxi. Das ist kein Taxi. Können wir das da hinten nochmal abbrechen? Das ist doch ein Taxi hier. Können wir das abbrechen? Fahren Sie mal bitte nach Hause wieder. Das ist ein Taxi. Der erste nicht, das ist richtig. Aber den brauchen wir nicht abschleppen hier. Den, nein, den brauchen sie. Das ist alles gut. Aber der hier, der kann weg. Aber den bitte nicht. Nee, lass den stehen. Du brauchst den nicht abschleppen. Ist alles gut. Lass. Taser den Fahrer. Gut, ich, ich geh dann mal. Scheiße. Er schießt ihn wegen Diebstahl. Jawohl. Fuck. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber einer war wenigstens richtig. Einer war richtig. Scheiße. Extra noch ein Dankeschön für 3 Monate und PK 3072. Dankeschön für deine 25 Euro. Ich zahle meinen Strafzettel schon mal im Voraus. Ja, schön. Den wahren Sünder lässt da stehen, der hat einen Strafzettel bekommen. Ich bin vorsichtig jetzt mit Abschleppen. Ich mache das jetzt nicht. Sagen Sie mal. Hallo? Geht's noch? Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa 25 Dollar. Sie vermiesen mir den Tag. Sie vermiesen mir den Tag. Sie hätten jetzt auch tot sein können. Hey, was wiegt schlimmer, hä? Was wiegt schlimmer? Ja, das frage ich mich auch, ne? Zebrastreifen? Nein, das ist eine Ampel. Sie ist über eine rote Ampel gelaufen. Das ist nicht gut. Das sollte man nicht tun. Vor allem nicht, wenn da Autos kommen. Gleich erschießen. Sag mal, Chat. Ihr habt das amerikanische Polizeiprinzip aber sehr gut verinnerlicht. So, was haben wir hier? 21, das passt. Valid. Ah ja, der darf da stehen. Okay, sie wirken, als würden sie zur Werbebande gehören. Lol. GTA schießt die Polizisten auch sofort. Okay, das stimmt. Guck mal, hier sind so viele Autos. Hier ist doch bestimmt ein Falschparker dabei, oder? No Parking? Wie sieht's hier mit dem ist auch noch nicht abgelaufen. Ja, schade. Ach, guck mal hier. Altbekanntes Problem. Instant Strafzettel dem Lachs. Kenne ich nix. So. Zack, zack. Du bekommst mehr Punkte, wenn du... Ah, okay, den Perso checken. Okay, okay, gut, das muss ich mir noch angewöhnen vielleicht. Mal schnell über die Straße rennen hier, so. Ah ja, das passt schon mal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn hier? Na gut, na gut. Guck mal, da steht wieder einer auf dem Bürgersteig. Ja, leck mich doch am Arsch. Was ist denn mit den Leuten falsch? Warum parken die denn auf Bürgersteigen? Macht sowas nicht, das ist nicht gut. Nee, das ist der falsche, warte mal. So.
Besondere Haltesohle, Position, Ausrichtung auf den Bürgersteig. Wie kann man nur so asozial sein? Bestimmt ein Amazon-Fahrzeug. Oder Hermes. So. Ach, es tut gut, Gutes zu tun. Guck mal in den Bulli rein, ob da Free Candy drin ist. Oder Tobi im CLA. Ja, ich fahre immer direkt in den Laden rein. Und dann, wo ich auch immer geparkt habe, was auch immer ziemlich gut war, war, es gab immer so, so freie Parkzonen direkt vor dem Laden. Da war immer so ein Zweirad drauf. Mit so einem Mannequin, was da drauf saß. So eine blaue Parkzone war das. Das war immer relativ nah am Eingang und auch relativ große Parkplätze. Da hat mein Auto, mein großes, perfekt draufgepasst. Und die waren immer frei. Fand ich immer ganz nett, da habe ich immer geparkt. So, was haben wir hier? Parking, aha. Ah, valid, das passt schon mal. Boah, erinnert mich voll an GTA, das Auto, ne? Erinnert mich voll an GTA. Okay. Ach du liebe Zeit, so viele Autos, wo man das TÜV überprüfen muss. Oh Gott. Junge, Junge, Junge. 21, das passt. 21. 21. 21. 21. 21. Yep. Das TÜV. Ist das... Ist das jetzt ein Grafikbug oder ist das jetzt wirklich ein Vergehen? Die machen Liebe. Ist ein Grafikbug, ne? Egal, einfach abschleppen. Ja, ja, nee, ich glaube, das ist ein Grafikbug tatsächlich. Wie lautet das Vergehen? Naja, irgendeiner ist dem anderen reingefahren, wenn, aber ich glaube, das ist aber nur ein Grafikfehler. Ich habe es aber nicht gesehen. Weil ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, weißt du? Erregung öffentlichen Ärgernisses. Powerlocke, danke schön für deine 25 Euro. Vielen, vielen Dank. Aber Frau Wachtmeister, Sie vermiesen mir den Tag. Ja, das tue ich als Polizist. So, Oktober haben wir hier, August, alles easy, wieder 21, das ist auch okay, das ist auch okay. Ja, das passt sowieso. Ja, ist nicht viel los hier gerade, ne? Das ist, So, hier kommen wir nicht, da vorne rennt jemand über die Straße und ich kann es nicht machen. Totgefahren, tot, vor meinen Augen. Vor dem Augen des Gesetzes. Voll. Ich kann nichts machen. Ich komme da nicht hin. Super. Scheiße. Haben Sie Weed geraucht? Was ist das denn hier? Hier darf man aber nicht stehen. Oder bin ich blöd? Das ist aber kein... Das ist doch kein Parkplatz hier. Taxihaltezone... Ach, hier kann man Taxihaltezone auswählen. Dies rechtfertigt das Abschleppen des Fahrzeugs. Okay, wir haben vorhin bei dem einen Auto haben wir alles richtig gemacht. Bei dem einen Auto haben wir alles richtig gemacht. Den anderen haben wir halt zu Unrecht abgeschleppt. Aber das passiert halt mal, wenn man Neuling im Polizeirevier ist, ne? Das passiert halt mal. Aber der darf doch hier nicht stehen. Das ist doch kein Parkplatz hier. Das... Nee, der darf hier nicht stehen. Hier, Strafzettel wegen Parkens. Besondere Haltezone, Rettungszufahrt, Behindertenparkplatz, Taxi und Halteverbot. Straßenreinigung.
Auf dem Bürgersteig. Minus 5. Hä? Unrechtmäßige Meldung wegen widerrechtlichen Parken auf dem Bürgersteig. Hä? Der steht doch auf dem Bürgersteig. Keine Stellplatz. Ja, aber ey, komm, das ist doch trotzdem Bürgersteig hier. Also bitte. Wo gibt's denn das hier mit kein Stellplatz? Falsche Richtung? Zu weit auf der Fahrbahn? Wo gibt's denn das? Ach, hier oder was? Ah, okay. Trotzdem ist es auch ein Bürgersteig, muss man schon sagen, ne? Und abschleppen? Ja? Ich weiß nicht. Nicht, dass das wieder falsch ist. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Keine Stellfläche. Dies rechtfertigt das Abschleppen des Fahrzeugs. Alles klar. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Moment, ich muss erstmal Abschleppwagen, bitte. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Oder ich stehe nicht irgendwo in Death Valley, ich stehe mitten in der Stadt auf dem Bürgersteig, der 2 Millimeter von der Straße entfernt ist. Was ist denn mit dir los? Mach, dass du deinen Arsch hierher schwingst jetzt. Was ist denn mit ihm? Okay, wir müssen da zurück. Wegen Parkhalteverbot. Okay, wir müssen zurück. Warte mal, wo ist denn das Polizeirevier gewesen? 365 Meter, jetzt kann ich da noch zurücklaufen. Oh Gott. Oh, das ist aber richtig, oder? Rechtmäßiges Abschleppwagen Anforderung. Nice. Hallöchen aus Kanada mal wieder. Schöne Grüße zurück nach Kanada. Sehr, sehr geil. Wie viel Uhr ist es in Kanada gerade? Finde ich mal total faszinierend, die ganzen Zeitzonen. Finde ich mal nice. Bayou Langlong, Dankeschön für deinen neuen Sub. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen gewesen. Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Und Mr. Morgan 86, Dankeschön für 6 Monate. Und Magic Man, Dankeschön für deine 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Einfach aus Gründen. Geil. Was haben wir denn hier? Naja, darf der hier parken oder wie? Der steht doch viel zu nah an der Ampel. Der steht doch viel zu nah an der Ampel. Halteverbot, Straßenreinigung, wieder ein Parkplatz. Warte mal. Keine Stellfläche. Nein, das ist falsch. Oh nein, das ist falsch. Ich wollte da nur drauf drücken, weil ich gucken wollte, ob es das gibt. Scheiße, Mann. Ihre Schicht ist längst zu Ende. Kommen Sie zur Wache. Sofort. Weil, wollen Sie mich verhaften oder was? Zu dicht an Fußgängerampel. Oh. Das ist richtig. Naja. So, warte mal, kann ich das so abschleppen? Das Abschleppen des Fahrzeugs. Ja, nice, ja geil. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Schwer zu erreichen, wa? Abschleppwagen schicken? Der Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Ja, gut, klar. Klar, klar. So ist das mit den Beamten, ne? Ich würde gerne über die Ampel gehen. Ich muss zurück zum Revier, aber die Ampel ist rot. Ah, jetzt. So, gehen wir mal zur Wache zurück. Die Schicht endet. Ja. Ich bin unterwegs, ich habe kein Auto. Was soll ich denn machen? Ich kann nicht fliegen, das ist nicht. Nee, die Ampel ist grün, da gehen wir hier gerade rüber. Schwuppdidu-didu. Rennen, das ist schon Rennen tatsächlich, Bomus. Das ist schon ein Rennen. Aber ich glaube, hier ist das Polizeirevier, oder? Hier müsste das Polizeirevier sein. Ja, ich glaube, das passt. Easy peasy.
So. Schönen guten Tag, bin wieder zu Hause. So, jetzt muss ich meine Schicht beenden, oder was? Wahrscheinlich, ne? Hier hinsetzen? Genau. Das Spiel ist aber schon geil, muss ich sagen. Ist schon cool. Ist schon cool gemacht. Hat viel Potenzial auf jeden Fall. Gefällt mir. Voranstellung wird geladen. Schichtbericht. Ah ja. Fußgänger, Verhaltenspunkte, Schichtpunkte, plus. Ihre Schicht ist längst zu Ende. Kommen Sie zur Wache. Sofort. Ich scheiß dir gleich ins Telefon, ne? So ein richtig schönen Sprühschiss durch die Ohrmuschel. Okay, wir haben Strafe für verlorene Verhaltenspunkte haben wir bekommen und Solo-Vergütung 28. Okay. Ja, für den ersten Tag glaube ich ganz okay. Minus 17 CP-Punkte und 140 plus SP-Punkte. Ja, ist schon okay. Ist schon okay, glaube ich. Für den ersten Tag ist es okay. Ein neuer Tag im Büro. Wirf einen Blick auf die verfügbaren Schichten. Du kannst jede Woche bis zu zwei neue Schichten beantragen, wenn du einen Tag Urlaub nimmst. Okay, lass uns das vielleicht nochmal machen. Einmal noch. Dass wir auch alles mitnehmen. Korox, dankeschön für 7 Monate. Alunia, dankeschön für 17 Monate. Und Dark Lion DLG, dankeschön für 4 Monate. Ich mag dich. Was? Ich mag, wie du machst, Wörter klingen. So, jetzt reicht's wieder mit dem Assi-Sein für heute. Das ist geil, ey. Das ist geil. Richtig geil, ey. So. Morgen, Frau Torres. Wieder nichts mit Arbeit heute, wa? Traurig. So, Falschparker, Fußgänger, belästigen. Heute ist alles dabei, glaube ich. Hier, das passt. Ja, am Arsch. Was ist das denn schon wieder, hä? Parkuhr abgelaufen. Fahrer mit Behinderung dürfen vor abgelaufenen Parkuhren parken. Oh, okay. Stelle einen Strafzettel wegen Falschparkverfahren, das vor abgelaufenen Parkuhren abgestellt wurde. Fahrer mit Behinderung dürfen vor abgelaufenen Parkuhren parken. Okay, das ist aber nett. In Deutschland wäre das wahrscheinlich nicht so. In Deutschland würdest du sofort den Führerschein verlieren. Okay, 21. Die Uhr steht auf grün, das heißt, das passt. Okay, easy peasy. Ja. Denkt ihr, das ist Dienstag? Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Der ja dann aber eigentlich genauso, oder? Ist das nicht das Gleiche? No Parking Street Cleaning. Das zählt doch dann aber auch für ihn hier, oder? Achso, erst Knöllchen, dann abschleppen. Ja, okay, stimmt, gibt mehr Punkte. Das ist aber dann. Also, das ist eine Zone, oder? Das ist eine Zone normalerweise, die geht von diesem Schild bis zu diesem Schild, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, geil, ohne Blinker einfach über 3 Spuren. Was ist denn mit dir? Kann ich mal Führerschein, Fahrzeugpapiere sehen, bitte? Besitzen Sie überhaupt einen Führerschein? Junge. So, warte mal, Strafzettel wegen Falschparkens? So, hier Straßenreinigung. Das müsste richtig sein. Plus 10, das passt schon mal. Ja, und dann direkt abschleppen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Einfach oben drauf stapeln. Passt doch. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Hätte er auch mitnehmen können. Denkt doch mal an die Umwelt, Jungs. Menschenskinder. Abschleppen ist zu viel? Nein. Das stand doch hier. Wenn er in einer Zone parkt, wo Straßenreinigung ist. Warte mal, zeige ich dir gleich. Dann kann ich ihn abschleppen. Tatsächlich. Gehen wir mal nach dem Bus da drüben gucken, was der da schon wieder. Der steht bestimmt auch wieder falsch. Morgen. Kann ich mir eine Wurst kaufen? Oh, Pretzel Dog. Ich will einen Pretzel Dog haben, Mann. Hey. Gib mal Pretzel Dog, Junge.
ein Brezel. Guck mal, da steht er wieder auf dem Gehweg, ne? Könnte ich kotzen, könnte ich da nicht sowas sehe. Da kriegst du doch echt das Kotzen. No Parking Tuesday. Also ist genau bei dem das... Alter, wir können die alle abschleppen. Alle. Und abschleppen, ne? Den Lachs. Ich lese nochmal. Aber ich meine ja. Straßenreinigung. Stelle einen Strafzettel wegen Falschparkens in einer Straßenreinigungszone während der Reinigungszeiten aus. Dies rechtfertigt das Abschleppen des Fahrzeugs. Marjala? Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Jo. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Weg damit. Sehr gut. Was ist hier? Oh, das wird teuer, Bruder. Wenigstens ist das Nummernschild noch aktiv. Aber hier, ne? Auch wieder das gleiche. Hier, dies, das darf nichts. Nee, das ist. Bruder. Was soll ich denn mit dir machen, ey? Du parkst auf dem Gehweg. Du parkst hier, während wir nicht parken. Was ist das denn? Hä? Junge, 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 Junge. So. Kriegt er noch einen Strafzettel, weil besondere Haltezone wegen Straßenreinigung. Alter Vater, ey. Zack. So. Und dann rufen wir noch den Abschleppwagen. Ich habe ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Jo, bitte. Acht auf die Uhrzeit, ja, müsste noch passen. Natürlich, ja, ja. Wird in Kürze bei Ihnen sein. Bis 12. Bis 12. Wie sieht's mit ihm da drüben aus? Der darf doch hier bestimmt auch nicht stehen. No parking, 8 am, 12 noon. Nun. Warte mal hier. Das passt. Aber so leid es mir tut. Müsste es nicht Halteverbot sein? Ne, da steht Street Cleaning. Hier, guckst du. Er parkt in einer Straßenclean-Zone um die Uhrzeit. Und deswegen schleppen wir den jetzt noch schnell ab, weil ich ist ja noch hier Uhrzeit. Ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? So. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ey, wie schnell? What the fuck? Ach, die haben geparkt wegen ihm. Okay, 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 okay. Gott im Himmel, was wir heute zu tun haben, das gibt's ja gar nicht. Junge, 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 was ein Arbeitstag, wa? Und? Was sagt Insta? Der glotzt einfach auf dem Handy rum, während er über die Straße läuft. Meine Güte, was ist nur mit den Leuten los? Was ist nur mit den Leuten los? So, wie sieht's hier aus? Hier ist keine Parkverbotszone, ne? Parken uns sind aber alle an. Valid, valid. Das ist sehr schön. Was haben wir hier noch? Das Kennzeichen sieht okay aus. Aus dem Weg, bitte. Das sieht auch in Ordnung aus. Wunderbar. Hier dürfte dann wiederum nicht parken. Oder zählt das auch für da vorne? Ich glaube, so weit zählt das Schild nicht, oder? Oder ist da auch ein Schild? Okay, das gilt für Freitag. Wir sind jetzt in einer anderen Straße. Hier ist es von 12 Uhr bis 4 p.m. freitags. Okay, wir haben aber Dienstag. Passt schon. Wie sieht's hier aus? Ei. Hat er die Mülltonne umgefahren? Der hat die Mülltonne umgefahren, oder? Ultimate Gaming, Dankeschön für 43 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Kumpelsocke, Dankeschön für 20 Monate. Soulless 090218, Dankeschön für 4 Monate. Und Smoke Joker mit 5 Euro dabei. Vielen, vielen Dank. Wie geht's? Hoffe, wollte mal Danke sagen für The Forest mit Gronkh und vieles mehr. Sehr gerne doch, sehr gerne doch. Freut mich, wenn du Spaß an dem Let's Play hattest. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und StreetFame87, Dankeschön für 15 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, warte, lass mal kurz gucken, was wir hier machen können. Parkour abgelaufen, zu dicht an Fußgängerampel, abgelaufenes Kennzeichen, keine Stellfläche. Das müsste passen, oder? Das müsste, glaube ich, passen. Keine Stellfläche. Es ist kein Parkplatz, kein ausgewiesener. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir probieren es einfach mal. Sehr schön.
Sehr schön. Und dann, ich glaube, das heißt, wir können ihn abschleppen. Dies rechtfertigt das Abschleppen des Fahrzeugs. Ja, let's go. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ja, bitte. Keine Zeit, sagt er jetzt. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Na ja, klar.